Hallo und herzlich willkommen zu meiner gut aussehenden Rollenspielrunde, bestehend aus Steff. Halt die Hand, muss ich nehmen, damit es im Bild ist. Jenny! Und Anselm. Ja, genau, ein bisschen Applaus dafür, dass ihr immer noch weitermacht. Unsere Meisterin, Mairi. Ja, wir spielen heute weiter in unserem Miro-Let's-Play mit Die ewige Marder, der Kampagne Erster Band. Und wir haben zuletzt aufgehört, dass Steff, um die Geschehnisse ins Rollen zu bringen, die eben nicht lebendig genug waren, einen Dämon in einem Chimärengarten des Hauses Freisenpost freigelassen hat. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Dieser schickte sich danach an, alles rumlaufende tierische Leben aufzufressen. Unter anderem Jennys Charakter. Hat also ihre Soldatin im Ruhestand? Nein, also nicht mehr im aktiven Dienst befindliche Soldatin. Du hast dich dem Ruhestand, dem endgültigen, angenähert, ja. Denn der Dämon hat sie halb verspeist, aber nur halb. Und sie wurde dann bewusstlos von dem Löwenmenschen, den sie als Meisterperson dabei haben, wieder rausgezerrt. Auch wenn man es nicht glauben mag, ich habe nur eine hohe Zähigkeit und einen echt starken Lebenswillen. Das ist der einzige Grund, warum ich einigermaßen irgendwo... 40 LP waren am Anfang da und jetzt sind noch 9 übrig, wenn ich richtig Buch geführt habe. Und dann hat Anselms Charakter Snorri sich größte Mühe gegeben, heldenhaft einen Magier des Hauses Freisopost zu retten, während der Shingwa auch irgendwo rumgehupst ist und so tat, als wäre es überhaupt nicht seine Schuld. Ich habe natürlich heldenhaft auf dem Dämonen versucht, meinen Beitrag zu leisten. An dem Unglück, das eigentlich nicht passiert ist. Ja, also der Shingwa balancierte zwischendurch oben auf, der Hjaldinger Torwaler wurde zwischendurch eingeklemmt zwischen dem Monster und einem Zaun. Ja. Aber ihr könnt euch das alles nochmal anschauen, es war selten. Versteht, wir haben gesiegt und alle sind uns dankbar und fallen vor uns in den Staub. Nein, das nun wirklich nicht. Aber wir können halt eben ein bisschen später sozusagen wieder einsteigen. Wir hatten ja zuletzt abgeschlossen damit, die räumen mehr oder weniger mit den Dingen auf. Ein paar der Soldaten kommen da raus und haben Körperteile mit einer Ziege getauscht, die das Monster vorher gefressen hat oder mit dem es gefüttert worden war. Und jetzt versucht man, einen Überblick über die Lage zu bekommen. Und es kommen immer höher gestelltere Personen mit immer prachtvolleren und immer größeren Masken, die zu dem Optimatenhaus gehören. Es sind relativ viele offensichtlich gerade gleichzeitig auf dem Gelände. Bei dem nimmt kein Wunder. Nicht. Aber der Magier, dem du das Leben gerettet hast, indem du ihn ebenfalls aus dem Schlund des Monsters gezogen hast, der erwähnt natürlich, dass dieser nördliche Barbar ihm geholfen habe. Dieser nerdige Barbar... Aus dem Norden stammende Barbaren geholfen haben. Sonst wäre er raus aus der Kreatur wieder rausgekommen und hätte gar Körperteile mit den Soldaten getauscht. Das scheint dem tatsächlich Unbehagen zu bereiten, diese Vorstellung. Er lässt seinen Blick über seine Truppen schweifen und du glaubst so... Dann hätte er wahrscheinlich lieber ein Ziegenbein. Ja. Naja, gut. Was ist nochmal unser Plan gewesen? Ich glaube, wir hatten nicht. Ihr hattet keinen, glaube ich. Aber was wir eigentlich wollten, ist, dass diese Frau wieder mit uns kommt und dem alten Mann, den wir auch dabei haben, dessen Hilfe wegen wir brauchen, um diese Taube zu finden, die keine ist. Taube. Ja, verstehe. Meine Kammerherrin würde gerne eine kleine Unterredung mit euch haben. Gut, mit mir oder mit uns allen? Also in erster Linie mit euch. Ihr könnt natürlich einen Gefährten mitbringen. Ein oder alle? Dein Charakter ist immer noch bewusstlos. Bewusstlos da. Ja. Könnt ihr helfen? Wir lassen ihr helfen, kein Problem. Wir bringen sie erstmal... Obwohl, wie war sie daran beteiligt? Heldenhaft. Wir lassen sie erstmal in eine der Ruhekammern bringen. Sie steckte quasi bis zum Hals. Der Löwenmensch bückt sich runter, also der Leonier hebt sie auf. Ich werde sie in eine der Ruhekammern tragen. Sehr gut. Mit den Ohren und schaut dich ernst an. Sehr gut, heldenhafter Freund. Ein ehrenvoller Sieg war das gegen diese abscheuliche Kreatur. Wir reden noch. Ja, und trinken. Und damit lässt er sich von einem Bediensteten den Weg zeigen, um sie wegzutragen. Shingwa 2? Der ist doch nicht da. Nein, das bist also, du. Ich bin, ja, ich vergaß. Komm mit zur Kammerherrin. Warum bin ich eigentlich Shingwa 2? Weil der andere zuerst auf dem Luftschiff angeheuert hat. Ach so. Ja, es wird nach Seniority entschieden. Ich verstehe. Nicht wirklichem Alter. Ja, wir gehen dann zu der Unterredung. Das Ganze ist etwas
spontan wohl anberaumt, aber die Kammerherrin trägt trotzdem eine sehr prächtige Robe, also eine myranische Robe mit einer langen Tunika, einer bestickt nur darüber Makala, das ist so ein offener Mantel, und mit einer sehr schicken, silbrig-goldenen Maske, die halt ineinander verwobenes Pflanzenleben und dazwischen herumtollende Waldtiere zeigt, also in einem sehr fein rausgearbeiteten Stil, die rechts und links natürlich Wachen hat und noch Leute, die eher ins Ohr flüstern können und sowas alles und sich von denen auch derzeit gerade hineintuscheln lässt. Ah, sie wendet sich an jemanden, sagt dem Mann doch bitte, dass er meinen Dank erhält. Derjenige, mit dem sie geredet hat, wendet sich. Die Kammerherrin lässt ihren Dank ausrichten. Ich weiß, ich habe sie gehört. Er gibt den Dank, selbst er zeigt sich höchst dankbar dafür, dass ihr euch an ihn gewandt habt, gibt er an sie darum weiter. Sie scheint auch vollkommen zu ignorieren, was du gesagt hast. Das macht man hier so. Also bei, so. Den, bei den Maskenträgern macht man das so. Na gut, sagt dem Mann das. Und jetzt denkt ihr was Schlaues aus, was ich hätte sagen können. Ja, es war ihm natürlich eine sehr große Ehre, die Vertreter des Hauses mit seinem Leben beschützen zu können gegen den christlichen Dämon. Er ist dankbar, dass er die Chance erhalten hat, sein niederes Leben einzusetzen, um einen Angehörigen eures Hauses zu beschützen, o Kammerherren, vor der siebzwerischen Ausgeburt. Im Zweifelsfall nicken und lächeln. Wir haben, beginnt sie nun, allerdings müssen eine große Überraschung zeigen, dass zufällig diese Personen anwesend waren, während zufällig zugleich der Dämon wütete. Die Kammerherrin sagt, es wäre ein großer und glücklicher Zufall, dass er ausgerechnet zum rechten Zeitpunkt da war, als das Monster losschlug. Ja, der Zauberer hatte Glück, dass wir gerade da waren. Stimmt. Das ist richtig. Glückliche Umstände haben uns just zu diesem Zeitpunkt dahin geführt. Er stimmt eurer hochwohlgeborenen Meinung selbstverständlich zu. Du wachst auf und alles tut weh. Ich schaue mich erstmal um, wo ich überhaupt bin. Du liegst auf einem relativ schmalen Bett und bist zu einem guten Teil mit Verbänden auch eingewickelt. Und neben dir sitzt Schauernor auf einem für ihn viel zu kleinen Hocker und mit hoch angewinkelten Katzenknien und unbequem gefalteten Armen. Ah, Kampfgefährtin. Wenn ich nicht so starke Schmerzen hätte, wäre dein wunderbarer Anblick gerade... Danke. Sein großes, massiges Katzengesicht kräuselt sich in etwas, das vermutlich so etwas wie ein Lächeln sein soll. Und er meint, es war ein guter Tag. Den ich wahrscheinlich ohne deine Hilfe auch nicht überstanden hätte. Danke dir. Vor Kor müssen wir alle gleichsam zusammenstehen. Selbstverständlich helfe ich euch. Was ist mit den anderen beiden? Oh, das Schuppentier und der blonde Hühne. Er hat mich ein Hühn genannt. Sie sind unversehrt, denke ich. Sie liefen auf selben eigenen Beinen und redeten wie immer. Na, dann bin ich schon mal beruhigt. Es fällt mir manchmal schwer, bei minderen, kleineren Spezies das einzuschätzen. Um Snorri habe ich mir auch weniger Sorgen gemacht, aber... Weil, ja, im Schingma weiß man ja nie. Aber ich bin froh zu hören, dass es den beiden gut geht. Was machen sie gerade? Sie wurden zur Kammerherrin bestellt. Die will mit ihnen reden. Ich weiß nicht, warum hier eine Frau das Sagen über ein Zimmer hat. Aber... Gute Frage. Was sind wieder irgendwelche politischen... Ja, ich denke. ...Gegebenheiten, denke ich mal. Ihr seid wach, ich werde für euch was zu essen finden. Ich danke dir. Er steht auf, nickt und geht durch eine Holztür hinaus. Draußen knurrt jemanden an, den du erst nicht sehen kannst.
Aber dann, nur ein paar Sekunden nachdem die Tür hinter ihm zugefallen ist, öffnet sie sich leise wieder und ein schmales, fast wieselartiges Gesicht blickt herein, das dir nicht wirklich etwas sagt. Ich lasse mich trotzdem erstmal wieder ein bisschen auf die Pritsche zurücksinken und schaue dann mal ein bisschen fragend in die Richtung. Ich bin ein Bote von jemandem, der euch ein Geschäft vorschlagen möchte. Ein Geschäft? Ja, ein sehr günstiges Geschäft für euch. Er schließt die Tür hinter sich, nachdem er sich noch kurz einmal umgeschaut hat. Ich taste einfach mal rein, instinktiv nehme ich, ob ich da irgendwelche Waffen oder sowas habe. Nein, zwei Schritte weiter liegt die riesige, speerartige Waffe von Schaunau. Ich schaue dorthin, seufze und merke, bis ich da überhaupt rankomme, habe ich sowieso keine Chance. Ich musste die Person einfach mal ein bisschen... Deine Sachen siehst du dann liegen in der Tür, hinter ihm. Ich wäge ab, ob ich es schaffen würde, zu meinen Sachen irgendwie hinzukommen. Aber ich glaube, aufgrund der Schmerzen bleibe ich einfach mal... Ich versuche mir mal ein bisschen aufzurichten. Das kriegst du hin, es tut aber sehr weh. Mehrere deiner Rippen haben die Begegnung mit dem Maul des Ugraban offensichtlich nicht unversehrt überlebt. Ja. Was wollt ihr jetzt genau? Geld oder Waren oder irgendetwas in einem ausreichenden Gegenwert dafür, dass er der Kammerherrin nicht sagt, dass euer Shing war, das den Dämon freigelassen hat. Moment. Ich habe von der ganzen Geschichte ja sowieso nichts mitbekommen, falls ihr seht, wie ich hier... Ja, aber von dem Dämon habt ihr mitbekommen, richtig? Ja, da habe ich einiges mitgekriegt. Danke für die Erinnerung. Wer genau seid ihr eigentlich? Das ist nicht wichtig. Ich bin ja nur ein Botengänger, ein Dienstleister sozusagen. Und naja, sollte mal fragen, ob hier eine grundsätzliche Bereitschaft besteht. Zum Beispiel wurde mir geflüstert, dass ihr ein sehr schönes Flugschiff besitzt, das man vielleicht als Pfand dafür nehmen könnte. Wisst ihr, den Dämon freizulassen hat ja direkt zu Schaden am Besitz, aber vor allen Dingen auch an Leib und Leben von Mitgliedern des Optimatenhauses geführt. Darauf steht, je nachdem, mit welchem Richter man redet, durchaus auch die Todesstrafe für die Beteiligten. Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen, die immer mit den Schmerzen noch beschäftigt sind und ich diesen Menschen nicht wirklich... Gott, ja. Ungefähr so geht's auch mir gerade. Mhm. Ihr habt nicht zufällig was dagegen, wenn ihr mir ein bisschen Bedenkzeit lasst. Ich bin eben gerade erst aufgewacht, mein Kopf wenn ich in 10 Augenblicken nicht ihm ein bestimmtes Zeichen in der Halle gebe, wird es eine Aussage machen. Kann ich persönlich einfach dafür bürgen? Ich meine, das Schiff gehört mir nicht. Da kann ich schlecht sagen, ja, nehmt es. Habt ihr irgendwas anderes in eurem Besitz? Sehe ich so aus, als hätte ich viel Besitz? Wohl kaum. Nein. Ich denke, ich kann euch nichts... Herr Solz, ja, dann... das war alles relativ schnell gekocht, aber vielleicht muss man dann einfach euch als Geisel nehmen. Und damit sieht ihr einen relativ schmalen Leucht, aber ölig glänzt. Scheiße. Es ist sehr schmeichelhaft, dass ihr versucht, mir irgendwie zu drohen und um Gottes Willen. Nein, das ist nur pragmatisch. Steht jetzt schon mal auf. Ich erhebe mich einfach mal ein bisschen schwerfällig. Könnt ihr mir zumindest euer Ehrenwort geben, dass den anderen beiden oder meinen Gefährten in der Zwischenzeit nichts geschehen wird? Ja, das kriegen wir schon hin. Gut. Meine Finsternis, Hilfe! Die Welt geht unter! Oh nein! Da ist jemand über das Lichtkabel gestolpert. Jemand. Jemand, der nicht im Bild ist, logischerweise, weil keiner von uns durch die Gegend gelaufen ist. Wir sollten alles in Ordnung. Mann, Basti, lauf nicht immer durchs Bild hier. Ich habe gesagt, das ist eine schlechte Idee, das Let's Play von einem Live-Publikum von 20 Leuten aufzunehmen. Ja. Wir sollten Brad nicht mehr freigeben. Weil da muss Nico immer
denn ganz Grammer und der ist ja ein furchtbarer. Nein, nein, das von wegen, als wäre das Nico gewesen. Brad ist hier oben ohne und nur in seiner Boxershorts, wie er das meistens an seinen freien Tagen macht, durchs Zimmer gelaufen und ist dabei über das Kabel gestolpert. Ach so, verdammt. Ja, passiert. Ärgerlicher Anblick. Ja. Zurück zu... Ja. Die... Ich wurde mit einer Eule beworfen. Eine Killer-Eule. Ja. Eigentlich macht man den Trick ja damit, dass ich schon eine Eule in der Hand habe und wenn dann die andere angeflogen kommt, ich so tun kann, als wäre das dann diejenige, die sich direkt an mir festbeißt. Ja. Ja, kommen wir zu der... ja. Entführung. Szenenwechsel geht's wieder, oder? Nein. So einfach kommst du aus der Affäre nicht raus. Da kommst du nicht so leicht raus. Ihr geht vor. Ich bin tot. Wir müssen zumindest in Sichtweite von meinem Kameraden kommen, während ich euch habe. Und dann klärt sich alles Weitere. Okay. Er legt dir, winkt dir, dass du zu ihm gehst und will sich offensichtlich hinter dir positionieren, seine Hand auf der Schulter, hinter euch in deinem Rücken. Was machst du? Ich lass es jetzt einfach mal gewähren. Kannst du überhaupt laufen? Mehr oder weniger mit Hilfe von ihm aktuell. Deswegen kann ich momentan keine heldenhaften Aktivitäten ausführen. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Ihr geht raus und nach zwei Schritten kommt Chao Noir um die Ecke und schaut euch beide verwirrt an. Er trägt ein Tablett mit aufgeschnittenem Braten, Käse und Trockenobst und Brot vor sich her. Ich danke dir schon. Ich brauchte nur ein bisschen Bewegung. Es ist im Moment alles in Ordnung. Er schnüffelt. Wie heißt du nochmal? Ich schau mal zu ihm rüber, während ich ein Stück von Trockenobst esse. Obst? War doch Obst, oder? Fleisch. Nur Fleisch? Nein. Was anderes als doch. Echt? Ja, ich habe erwähnt, dass er hat darauf geachtet, dass Menschen was anderes essen. Ich habe nicht zugehört. Gras und Steine. Das Ganze fliegt jetzt aber durch die Gegend, als Chao Noir ein wütendes Brüllen ausstößt, das Tablett hebt und es versucht, dem Mann direkt in die Fresse zu zimmern. Oh. Ich versuche mich mal schützend vorzustellen. Davor? Vor den Mann? Ich bin gerade... Okay. Du bist ja nicht da und ich bin noch ziemlich benebelt. Und ich hätte das tun sollen, oder was? das Tablett schwingen. Töte nicht den Boten! Okay, du möchtest dich da vorstellen. Ja, mein Kopf kommt nicht hinterher mit dem Rest von mir. Scheiß Beschützerinstinkt. Was machen wir denn da schlauerweise? Ich würde fast sagen, Körperbeherrschung ist da für fast Parade. Übertrieben. Ich würde eine Parade, eine Erschwerte verlangen, aber die ist ja ohnehin erschwert, wenn du verletzt bist. Also, nein, ich gehe mal einen Schritt zur Seite und das war's dann. Ja, ich glaube, also insgesamt würde ich so eine Erschwernis von 5 jetzt ansagen mit der gesamten Situation. Das bedeutet, ich nehme und schaue einfach mal, ja? Ja, und raufen oder ringen, halt irgendetwas Waffenloses. Würfel einfach mal ein W20 und dann schauen wir, ob das getan ist. Du kannst auch den tollen Würfelturm benutzen, aber mit einer 10. Einen daneben, schade. Einen daneben, das heißt, du gehst so halb in den Weg. Das Tablett trifft den Schädel des Mannes zumindest an der Kante. Gleichzeitig rennt Schauen ordentlich aber mehr oder weniger über den Haufen. Und dann befindet ihr euch plötzlich mitten in einem Handgemenge zwischen drei Personen. Eine davon mit einem giftigen Dolch und du schwer verletzt. Schau nur, das ist alles. Beruhig dich. Ich versuche ihn irgendwie einigermaßen zu packen. Damit lenkst du ihn ab und er schaut auch in deine Richtung, als du deinen Namen sagst, mit sehr großen, ziemlich aufgeregten und verwirrten Augen. Und dir fällt dabei ein, dass du gerade mit jemandem sprichst, der eigentlich, wäre es ein Mensch, eher so ein Teenager ist, ein Jugendlicher vom Alter her. Und im Hintergrund schickt sich der Attentäter gerade an, ihn von hinten oder von der Seite mit dem Dolch die Niere anzustechen. Wie kann man denn denken in so einer Situation? Es ist nicht viel Zeit. Was machst du? Was ist deine Reaktion? Während ich das halt sehe, gehe ich halt eher auf den Diener halt wieder los. Also ich werfe mich einfach jetzt mal auf ihn mit der letzten verbliebenen Kraft, die ich im Augenblick noch habe. Okay. Wir machen mal Initiativewurf, wer von euch beiden da fitter ist. Initiative wird mit dem W6 gewürfelt. Du hast da einen Grundwert. Das bin ich.
Das bist du. Ja, genau. Das sind ich so, bitte hä? Okay. Auf. Nein. Also steht auf dem Kampfbogen. Initiative Basis 11. Ja, genau. Aber davon werden jetzt aber auch, glaube ich, mindestens 3 abgezogen aktuell. Also 11. Erst. Du bist ganz knapp schneller dran, ja? Okay. Du kannst versuchen, ihm eine einzuschenken. Ja, würde ich auch gerne. Okay, dann mach das mal. Raufen. Muss ich da auch wieder raufen, ne? Moment. Raufen oder ringen, wo du besser bist, würde ich sagen. Such dir was aus. Das wird nicht so einfach. Du merkst auch, wie sich deine Verbände lockern und irgendetwas, was darunter gemacht wurde, um dich am Leben zu erhalten, ein wenig nachgibt. Aber auf wen kannst du ihn nicht davon abhalten, dass er dann wiederum versucht und rein theoretisch erfolgreich dich wiederum mit dem Dolch zu stechen, da du nun sein primärer Feind bist. Kannst jetzt versuchen auszuweichen oder ja, zu parieren? Ist halt eben auch immer noch so schwer. Ja, parieren habe ich halt nicht wirklich was. Ja, mit den Händen kann sie ja schlecht parieren. Ja. Ausweichen. Ich versuche einfach mal ausweichen. Kampfbogen. Ja, ich habe leider meine falschen Zahlen. Entschuldigung. Parade war es 5. Bist du ausweichen? Mit dem W20. Das ist zu einfach. Du weichst also nicht aus. Also das sind 3 Punkte direkt. Ja. Und mach mal eine Konstitutionsprobe und 5 erschwert. Auf 9 also. Ein Patzer! Also eine 20 würfel nochmal und bestätige sie mir oder eben nicht. Wenn ich jetzt eine 20 habe, dann habe ich echt ein Problem. Meine 4. Eine 4, aber trotzdem immerhin, das geht schief. Und das heißt, du kriegst auch noch direkt 4 Punkte dazu. Das heißt, du hast jetzt 7 Punkte verloren durch diese eine Attacke. Ich habe immer 2 Punkte. Mhm. Liege ich zumindest irgendwie auf ihm oder liege ich einfach auf dem Boden? Scheiße, du sagst gerade zwischen ihm und Schauernau zusammen. Okay. Ich versuche ihn einfach mal irgendwie zu packen. Weil mir der Typ gerade ziemlich auf den Senkel geht. Mhm. Wäre auch wieder ringen, ne? Ja, Moment. Schaunau wird sich auch einmischen, aber der hat schlecht gewürfelt. Das heißt, er ist auch erst nach dir dran. Wirklich Emil. Nein! Ja, das ist sehr schön. Okay. Mit der dazugehörigen Erschwernis schafft es auf keinen Fall, sich zu verteidigen. Und damit kannst du ihm ordentlich eine reinhauen. Was ich auch voller Freude mache. Ja. Würfeln! Sechs oder irgendwas? Ich weiß nicht. Ja, jetzt im Nahkampf einfach eine 6 und es würde als 2. Ausdauerschaden, naja. Besser als. Auf jeden Fall. Schaffst du damit eine großartige Ablenkung für Charnon, der den Typen am Hals packt und durchschüttelt. Du hörst es gleichzeitig auch ein wenig knacken und knirschen, aber im selben Moment wird dir schwarz vor Augen, als du durch das Gift auf der Klinge weitere 6 Lebenspunkte verlieren würdest. Ich hätte jetzt eigentlich, ich sag einfach nur, es tut mir leid. Und? Bin dann ziemlich erschöpft weg vom Fenster. Scheiße. In negativen Bereich, richtig? Mit den Lebenspunkten. Aber sowas von. Minus. Das heißt, damit das heißt, ich bist du erstmal raus. Und an dieser Stelle hören wir erstmal auf und sehen uns dann im nächsten Video wieder.